Moment. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier wieder zurück zum Landwirtschaftssimulator 15 YouTuber-Projekt. Diesmal wieder mit dem Güden. Jo, hallo. Und mit dem Dino. Hallo. Ja, und unser Jülchen ist leider nicht mehr dabei. Aber nur jetzt mal. Aber nur jetzt mal. Julia wird immer mal wieder dabei sein. Genau. Nicht wundern, wenn es ein bisschen finsterer geworden ist. Wir hatten eine kurze Pause reingelegt. Lief das immer die ganze Zeit? Ja, bis ich dann mein Headset mal raus und reinstöpseln musste, weil ich es ein bisschen verfriemelt hatte, und dann hatte ich in-game kein Sound mehr, musste den Server nicht starten. Hat aber gespeichert. Okay, okay, so. Guten hat mittlerweile auch schon hier alles zusammengefliegt. Ach so, okay, super. Weil nur noch ein bisschen Gras, ich habe ja das größte letzte Mal schon gemacht. Also haben wir jetzt hier ein Riesenfeld. Richtig. Nicht wundern, warum das bei schon in der ersten Wachstumsphase ist. Wenn du ansehst, speicherst, Spielstand ausmachst, wieder lädst, ist es automatisch in der ersten Wachstumsphase. Funktioniert das immer? Ja, yep, das funktioniert anscheinend immer. Was mich interessieren würde, wenn es in der 1 ist, ob es dann auch in die 2 und gleich in die 3 geht. Das habe ich schon mal. Das wäre witzig. Das wäre ja voll der Bug. So. Ah, kannst du ja direkt zu den 10 Seiten Bugs im Giants Forum dazu schreiben? Die freuen sich auf jeden Fall. Aber die sollen erstmal den anderen Schnulli beheben, das ist unwichtig, sowas. Ja. Generell sind einige Sachen dabei, da denkst du dir auch, wer kommt auf sowas? Ja, ja. Wenn dir die Liste durchliest, ist es teilweise schon heftig. Also ich meine, da sind auch Sachen bei, da denkst du dir, wie können solche Fehler entstehen, aber teilweise auch so Sachen, wieso schaut sich jetzt jemand das und das da von unten an und da fehlt irgendwie eine Textur? Ja, ja. Es gibt halt welche, die zerpflücken das komplett, das Spiel, ne? Da musst du ja dir das Ganze bald schon im Editor angucken und auseinanderziehen, die Modelle, damit du da wirklich alles siehst. Ja. Ja, gut, übertrieben. Ja. Ich denke, es gibt gravierendere Probleme, die behoben werden sollten, und zwar schleunigst oder schnellstmöglich. Wie, ob da halt der Auspuff fehlt oder was weiß ich. Oder der Bremsschlauch oder keine Ahnung. Ja. Was da bemängelt wurde. Naja. Ah, es ist voll ungewohnt, wenn man alleine zu Hause ist. Weil wird nichts geliefert, ne? Nee, man kriegt das Essen nicht geliefert. Das, und vor allen Dingen krass, ey, wie so ein Kühlschrank von innen aussieht. Ja, ja. Unglaublich. Und da gibt es so ein Ding, fand ich total beeindruckend. Ich habe mir nämlich gerade noch Armbrot gemacht nebenbei. Fand ich total beeindruckend. Da steckst du Brot rein. Mhm. Und das kommt quasi warm wieder raus. Das nennt man, glaube ich, Fernseher. Ehrlich? Ja, ich glaube schon. Krass. Was gab's denn bei dir? Bei mir gab's, wir hatten noch ein bisschen Wurst im Kühlschrank und Brot ist auch noch da. Und da also hast du Brot getoastet, hab mir da schön Kalbsleberwurst drauf. Mit einem Zwiebelbett oben drüber. Also eine halbe Zwiebel auf eine halbe Scheibe Brot. Und dann noch ein Salami-Brot. Dann habe ich mir aber noch einen Tomaten-Mozzarella-Salat gemacht mit Zwiebel und ja. Aber das geht super schnell, weil wir haben einen Nicer-Dicer. Das ist wirklich, also drei Tomaten geschnitten, fatsch, eine halbe Zwiebel, fatsch und warte mal, Nicer-Dicer war was von dem ganzen Zeug? Na, Nicer-Dicer ist dieses Teil, wo du hier alles reinwirfst, ne? Nee, wo du das oben drauf legst und dann mit der Klappe kutschk, machst. Ah, genau, das Ding. Wo du verschiedene große auch Dinge hast, die du so Schneidsets da. Und dann kannst du da loslegen wie ein Mann. Kannst aber auch hier so Gurkensalat, weißt du, so Scheiben. Und ja, so ein Zeug halt. Da bist du ja jetzt der Herr über das Balsamico, du. Ja, 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 das ist das Geist überhaupt. Ich kann in meinem Tomaten-Mozzarella-Salat, den ich ja fast jeden Abend esse, kann ich endlich meine eigene Dosis Balsamico machen, weil ich kann das Zeug so saufen. Also sprich eine Liter Flasche auf einen Salat, oder? So ungefähr, ja. Nee, aber ich mache bedeutend mehr rein, wie meine Freundin zulässt, wenn sie da ist. Die ist ja bei Samico gar nicht so gerne. Es wird ja nur gekauft wegen mir, aber so eine Flasche hält bei mir auch nicht lange. Und deshalb kann ich das jetzt mal selber dosieren. Das ist aber super, finde ich. Ja.
Ja, und da kommt schon ordentliche Schwapser rein, ne? Dann kommt immer noch ein Schluck Apfelessig rein und ein Schlückchen Olivenöl und eine Kräutergewürzmischung. Muss doch total sauer schmecken, das Zeug. Nee. Also Apfelessig, also wirklich sehr mit Bedacht. Was auch sehr lecker ist, ist Himbeeressig. Habe ich zwar noch nie irgendwie irgendwo probiert, aber klingt auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Ja, ich bin ja so ein Essig-Fanatiker, was Linsen betrifft. Also wenn es bei uns Linsensuppe gibt, was eher selten der Fall ist, obwohl ich das super gerne esse, so mit abgekochten Rippchen quasi, so klein geschnippelt drin und Kartoffeln noch. Und, ah ja, oh, geil. Geht schon. Ja, und dann, aber da, also eine Linsensuppe, also jeder, der von meiner Linsensuppe, wenn ich sie dann auf dem Teller habe, einen Essig dran mache, der da gekostet hat, also isst keiner. Also so krass wie ich, weil ich hau du bist halt ein krasser Typ. Ja, ich bin einfach ein krasser Typ, ja, das ist gut und das kann ich jetzt schlecht. Da gibt's kein anderes Wort, da hast du schon das maximale Grad dort getroffen, ne? Ja, ja. Nee, aber ich hau da so viel Essig dran, weil, weiß nicht, ich finde das so geil. Zum Beispiel krass bei Chino und Großeltern, da Opa und die Oma, die können überhaupt gar kein Essig essen. Sobald die, also die können schon essen, aber die dürfen es nicht schmecken. Sobald die das da so, der Essiggeschmack schon geschmeckt wird, dann kriegen die so einen Hustenanfall. Das ist ganz krass. Ja, ja, also der Opa, da haben wir mal gedacht, der krepiert, ey. So einen Hustenanfall hat er gehabt, weil er einen Schwaps. Ja, weil du gerade wieder seinen 5-Liter-Kanister Essig da auf dem Tisch aufgeschraubt hast, oder? Das Krasse ist, das stimmt wirklich, wenn dann die Flasche Essig auf dem Tisch steht, das riecht ja dann auch. Allein wenn die, also bei der Oma ist es so, wenn die das allein schon riecht, kriegt die schon so einen Hustenanfall. Das ist Wahnsinn. Das kratzt bei der so krass in der Speiseröhre. Komisch, ne? Und ich könnte das Zeug, ich schütte da, keine Ahnung, 3-4 Esslöffel auf so einen Teller Linsensuppe. Wenn es reicht und dann geht's scharf. Aber geil. Was ich auch total gerne esse, wo immer viele I sagen, ist, wenn die Rippchen abgekocht sind und dann so in die Linsensuppe kommen, die Knorpel. Ja, Knorpel ist, weiß nicht. Also, weiß nicht, bin ich jetzt nicht I, aber muss ich jetzt auch nicht unbedingt essen. Also es muss mit drin sein in der Suppe bei mir. Genauso wie, so, die Oma macht manchmal Nudelsuppe als Vorspeise, sonntags. Da macht sie manchmal so Geflügelleber und Geflügelherzen mit rein. Ja, das gehört auch rein, das ist richtig. Also das ist auch absolut mega. Das ist generell so Geflügelleber, also esse ich sehr, sehr gerne. Schön mit Kartoffelbrei und einer ordentlichen Soße, so ein Stück Leber. Hat was Feines. Nicht jeden Tag, aber ja, doch schon mal ganz gern. Habe ich eine Freundin, die ist da ganz ekelhaft, weil wenn ich Leber esse, dann muss sie absolut durch sein. Oh, und die ist die Leber so, naja, so halb. Ja, halt so wie sie rauskommt, ne? Nee. Sondern so halb halt, ne? So, wenn es halt aufschneidet, dass in der Mitte noch so ein Tröpfchen Blut kommt. Ja, das gehört ja so bei beim Leber Steak. Beim Steak ja, ohne Frage. Aber bei Leber, ne. Hab da mal Angst, weil Leber ist ja nun auch das Organ, was auch die ganzen Schadstoffe aus dem Körper filtert. Ja. Und da finde ich halt, ja, sollte das schon gut durchgegrillt sein. Fahren wir das gerade schon die ganze Zeit zur Mühle, die Gerste? Zur Windmühle? Nee, die habe ich, die habe ich bis jetzt eingelagert, da fahre ich jetzt den letzten Zug dorthin. Okay. Wie viel haben wir denn jetzt im Lager? An Gerste, lass mich lügen, 40.800. Dann kriegen wir die 80.000 nicht hier raus, Guten. Doch. Wir haben noch ein zweites Feld. Nee, es ist so alles, wir brauchen nur noch 5%, dann ist der Auftrag abgeschlossen. Wir hatten ja schon was geliefert. Ja, ah, okay. Na, wenn wir noch 5% brauchen, haben wir ja schon 80.000 quasi dort hin. Ja, dann ist ja ein kleiner Anhänger voll. Ja. Ich fahre aber gleich einen großen, weil Kohle halt. Den Rest halten wir uns halt auf für alles wegfahren. Na, ich würde auf die große Nachfrage warten. Die irgendwann mal kommt. Ach so.
Weil das Beste, weil es besser. Naja, wir müssen jetzt mal schauen, wie viel Geld wir auch kriegen. Naja, das Geld wollen wir ja in den Holzanhänger investieren, dass wir die Holzdinger wegschaffen und dann können wir uns sowieso einen zweiten Drescher leisten. Das sind 18.000, was da kostet. Der Hänger? Ja. Plus Dolly sind irgendwas mit 23, ja. Ja, aber wenn das jetzt wieder so eine krasse, horrende Summe da kommt, wie beim letzten Auftrag. Glaube ich nicht, weil so viele Tage, wie wir gespült haben. Ja, das ist ja 2 oder 3 Tage schon um. Hm. Naja, das war ja eigentlich nur der Zeitbonus, der so krass war. Ja, ja, der Zeitbonus, genau. Aber schlecht eigentlich, dass wir das letzte, oder haben wir das letzte Mal so ganz schnell erledigt? Ja, nee. Ja, weil wir hatten alles im Lager. Ja, und das waren auch nur 40 Tonnen oder so, ne? Ach klar, okay. Also nur so 2 Anhänger. Ah ja. Na gut, ja, dann müssen wir... Ja. Weil das Holz, das Holz war, denke ich mal, auf normal halt, schlägt ja auf normal genauso ein, oder schwer schlägt das ja auch schon ein, wie so. Das Holz wegfahren, das wird lustig. Wie wollen wir das aufladen mit diesem Frontlader, ja? Mit der Gabel, ja. Einfach reinhauen und langsam dorthin cruisen. Ist das gefixt da drin? Ne, natürlich nicht. Das muss ich selber verkeilen. Deswegen alles am besten auf einen Haufen da drauf schmeißen, dass sich das halt selber verkeilt. Gut, das was haben sie mal gerade gesät. Gerste. Ne, ich weiß gar nicht was. Ne, Raps. Aber die Saatmaschine ist leer, die auf dem Feld steht. Leider Gottes. Hallo? Ja. Guten? War es gerade so abgehackt bei mir? Ja, der TS war gerade komplett kurz weg. Ah, okay. Wir werden gedost. Ja, ich denke, der TS wird gedost. Ja, ja, wird auch. Der war vor uns, wo wir unsere Brötchen hatten, war komplett weg. Achso, okay. Das ist natürlich. Fuck. Wie viel Geld war das? Ich hab's ganz 246.000 Zeitbonus, 10.000 allgemein. Was habe ich gesagt? Ach, das ist so lächerlich, ganz ehrlich. Ja. Also was das soll, ist unbegreiflich in meinen Augen. Na, die haben das wahrscheinlich komplett so gedacht, dass die Leute teilweise da wochenlang die annehmen und wochenlang warten. Ja, aber das ist doch Blödsinn. Dann logisch, ja. Wenn du das annimmst, dass du dann das auf dem Feld anbaust und versuchst den Auftrag da... aber es war so klar. Aber gut, naja, dann würde ich beglückwünschen manchmal selber für fast 300.000 auf dem Konto. Ohne Scheiß, also das ist echt witzig. Nimm denn so ein bisschen, so minimalst auch den Spielspaß. Ja, es ist einfach too much. Ja. Wenn es 20.000 gewesen wären, okay, aber... 250.000 ist... Das ist ein halber Drescher. Ja. Und vor allen Dingen einer von den Vernünftigen. Ja. Unglaublich. Nice. Das wird auch definitiv noch gefixt, da bin ich mir sicher. Naja, dann würde ich sagen, Randy, hol halt erstmal das Holzzeug, dass wir das wegkriegen, dass diese mal zumindest die Performance wieder etwas besser läuft in dieser Region, wo das liegt. Mhm. Oh, den ganzen Quatsch noch aufsammeln, 93%. Ich bräuchte dann auch mal einen Anhänger, ne? Der Kleine müsste aber auf dem Feld da eigentlich stehen, oder ist er schon voll? Den hatte ich eigentlich vorhin voll gemacht. Ich weiß nicht, den muss ja einer von euch weg. Achso, nee, gerade. Ich steht hier. Ich sehe gerade. Ne, steht da. Okay. So, und du kaufst jetzt den Holzanhänger. Reichen da unsere Traktoren? Um den zu ziehen, ja, da gibt's keine Vorgabe. Mit dem Holz drauf werden wir sehen, aber das schafft. Wenn nicht, angeln mal mit 10 km/h runter, das ist mir auch leid. Obwohl, wir hätten jetzt ja auch noch 200.000 dann über. Richtig. Da könnte man ja mal einen 200, 220 PS Schlepper oder sowas kaufen. Auch richtig. An sich richtig. Ich weiß nicht, ob wir halt in den Drescher investieren. Ja gut, wir gucken jetzt erstmal, was das Holz ins bringt. Ja, wir müssen halt schauen. Ich sag mal, wenn wir in den Drescher investieren wollen, dann müssen wir noch ein Feld kaufen. So, das ist natürlich problematisch, wenn wir 4 oder 5 Leute sind. R2D2. Ehrlich? Ja, ganz der TS spackt, glaube ich, gerade ziemlich. Nein, wir werden halt gedust. Ich höre euch normal. Ja, wird schon passen. Also, es geht. Das ist halt so ein bisschen, what you want like. Ja, und. Das ist der. Shepard Band gerade gut. Ich war das ist echt genial. Oh, fuck. Also, wer bei diesem DL passt, das darf auf jeden Fall.
Jetzt hörst du mich wieder. Ja, gesprochen wird. Ja, Leute, wundert euch nicht, das Video ist nicht kaputt, eure Boxen sind auch nicht kaputt, das ist halt Paketverlust aktuell, die wir beklagen haben. Es gibt leider immer wieder Spinner, die das nennen halt. Was ist uns, die da sind den Troubleton Teamspeak halt. Light Hergott, Connection lost, I repeat, Connection lost, oh well. Ist im Übrigen das Militaria Sound Pack für TeamSpeak 3. Falls man Fragen auf, falls da die Fragen aufkommen. Gucken wir mal, ob wir uns hier noch selbst verbinden können. Ah, da bin zum Beispiel ich und der Guten, die sind irgendwie. Irgendwie ist der TeamSpeak da, irgendwie ist er auch nicht da. Das ist so eine Sache. Ich stelle jetzt aber erstmal hier den Holzanhänger. Ja, da lädt er sich gerade wieder auf. Ja, da lädt er sich langsam wieder auf. Aber wir brauchen jetzt erstmal den New Holland hier. Ich muss gerade mal gucken, ob es da hier gerade noch Aufträge gibt. Flauschige Fracht, Westwiese. Immer wieder dasselbe Scheiß. Hm. Das ist hier so ein Schein-Teamspeak, habe ich so das Gefühl. Ja, war er auch. Oh Gott, ey. Da kommen wir jetzt im Endeffekt nur warten, bis die Kommunikation wiederhergestellt ist. Ich meine, so haben wir jetzt noch. Ach ne, wir haben ja mittlerweile schon wieder. Ah, okay. Jo. Aber gut, Folge ist eh vorbei. Das war's für. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen und Video Beschreibung checken. Bye bye. Na dann, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Tschüss.